Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer Map-Vorstellung. Ja, warum eine Map-Vorstellung ist eigentlich ganz leicht erklärt. Wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt, hat der Stralle bei seinen Hitbox-Kanal einen Unfall gestartet. Ob wir quasi die Sudenhagen weiterspielen sollen oder ob wir eine andere Map nehmen sollen. Und ihr könnt euch sicherlich jetzt vorstellen, was rausgekommen ist. Ja, richtig, die Mehrheit hat sich für eine neue Map entschieden. Das Ergebnis war, ja, kann man so sagen, eigentlich für meiner Seite aus nicht überraschend, weil die Sudenhagen haben wir schon durchgespielt, ja. Der letzte Teil, was jetzt war jetzt Forst und ja, was willst du weiter spielen auf dieser Map, ja? Deswegen braucht man irgendwas Neues, um die Zuschauer natürlich, die was beim Strahlen bei mir zugucken, etwas was Neues dann noch sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir haben sich schon zwei Maps ausgesucht. Das wäre erstens mal diese hier. Das ist hier die Euro Agra Map. Ist aber, muss ich gleich einmal vorweg sagen, ist keine Vierfach-Map. Wir haben bei den Vierfach-Maps geguckt. Wir haben da nichts, was uns entspricht, also was uns gefällt, da haben wir nichts gefunden, weil das ganze Vierfach-Map-Gedöns flach ist, ja. Und die ganzen Felder so im Viereckformat sind, ja. Und das ist für mich, und wird mir der Strahle zustimmen, ist mir zu langweilig, das Ganze. Und da haben wir dann halt eben diese Map gefunden. Ich mache mal die Karte mal auf und ihr werdet sehen, ist wie gesagt keine Vierfach-Map, ja. Ist unter den normalen Maps drinnen. Man sieht hier, wir sind knapp an den 40 Feldern, ja. Hier ist jede Menge zu tun. Werd's dann gleich natürlich auch gleich in dem weiteren Folge gleich auch sehen. Und zwar dann in dem BDA-Gedöns. Da ist jede Menge auch zu machen, obwohl das keine Vierfach-Map ist. Mir gefällt das ganze Landschaftliche hier. Es ist alles nicht so einfach so hingeklatscht, ja. Man sieht hier ja auch, ja, es sind viereckige Felder, ja, aber sie sind hügelig. Ja. Und um die Map etwas näher kennenzulernen und euch mehr zu zeigen von dieser Map, werden wir dann gleich einen Sprung in einen Traktor machen. Und vorher, bevor wir das machen, werden wir kurz eine anrauchen. So, habe ich gemacht, weil das muss man nicht unbedingt hören. Ja. Das ist hier sozusagen der Haupthof. Ihr wisst natürlich, wie es halt bei uns auf der Sudenhagen ist, wäre ja quasi der Milchviehbetrieb der Haupthof, weil wo man dort spawnt, ist der Haupthof, ja. Wir haben es da bei der Sudenhagen dann so gemacht, dass halt nicht der Milchviehbetrieb nicht der Haupthof ist, sondern der 60er Hof eigentlich unser Haupthof ist, ja. Das kann man hier genauso auch machen, ja. Hier gibt es natürlich dann auch den Kuhrinder und hast du nicht gesehen, Gedöns. Hof. Hier befinden wir sich halt in den Haupthof, würde ich jetzt einmal sagen. Und ich habe mir die Bilder angeschaut und die hat mir gleich am Anhieb gleich ganz gut gefallen. Jetzt hat man hier da so Tore, ja. Hier kann man dann seine Traktoren, Anhänger, Sämaschinen und unterstellen. Jetzt sind wir hier in der Werkstatt. Hier drinnen spawnt man normalerweise, hier drinnen. Ihr seht, hört auch schon die Musik, die ist ein bisschen zwar nervig, aber gut, dann bleibt der eh nicht lange stehen. So, jetzt sind wir da halt in der Gerätehalle. Hier kann man sich halt dann seine Trecker, seine ganzen Anhänger, Pipapo, was man halt machen möchte oder was man hier halt auch unterstellen möchte. Was wird das hier? So, machen wir zu. Ich muss gleich einmal vorweg sagen, ich bin hier in Karrieremodus, ja. Hier meine Tankanzeige, ob die tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht, das müsste man dann in der Praxis einmal dann austesten, ja. So, dann mache ich gleich mal hier das Tor gleich wieder zu. Dann gehen wir hier weiter. Ich möchte euch das von Hand an. Hier hat man dann ein Hackschnitzellager. Und was mir gleich allererstes aufgefallen ist, ja, ich bin ja die Map scheinbar so einmal schnell durchgefahren und mal angeschaut, ist hier nämlich Förderband.
Das Hackschüssel, das heißt, man muss das nicht raus tun mit der Schaufel, sondern kann das hier einlagern. Die Hackschnitzel heißen hier aber anders. Heißen Holzpellets. Warum die hier vorne Hackschnitzel draufsteht, weiß ich nicht. Im BDA steht Holzpellets. Schaut halt nice aus, würde ich jetzt einmal so sagen. Hier oben hat man dann auch den Füllstandanzeiger. Ja. Hier ist 8941 Hackschnitzel drinnen. Für den Anfang hat man auch natürlich auch ein bisschen Forst statt Fahrzeuge. Was das hier ist, kann man halt nur dran denken, dass es irgendwie. Ja. Muss seine Hänger vielleicht abstellen oder Traktoren abstellen, weil hier ist auch kein Trigger und nix, keine Anzeige, gar nichts. Warum das da so gemacht worden ist, weiß ich nicht. Ist jedermanns Sache, wie er das auf seiner Map gestaltet. Ich finde das hier nicht schön bunt hier alles. Schön Wiesengedöns und Blumengedöns Angebot. Das könnte man so quasi als Haupthof nehmen, muss man aber nicht, ne? Zwischenhof zum Beispiel. Ja, hier sieht man es auch schon. Euer Acker ist der Forsthof, ne? So wie es wir dann quasi auf der Sudenhagen haben wir dann den U-Hof im Forsthof genommen. Ja. Wie gesagt, wo man dann halt hier auf dem Forsthof startet, weiß ich nicht. Hier hinten hat man, hier sieht man dann schon, hier ist auch schon Waldgebiet, ne? Auch ein bisschen hügelig. Und wir werden jetzt einmal gleich einmal dann sich durchswitchen, bis ich da bei den einen Multitraktor bin. Beim Multisteuerer. Ja, der läuft schon. Wir können da hier jetzt einmal durchfahren, ja, weil hier befinden wir sich jetzt auf der BGA. BGA ist, was mir halt gleich bei den Bildern gleich gefallen hat, werdet ihr gleich sehen, was mir da so... Geht mir auch eine Waage. Kann man da so drauf fahren. Dann Achtung, die Messung wird gestartet. Messung ist abgeschlossen, jetzt kann man vom Fahrzeug runter. Und dann sieht man halt, wenn man dann da was ablagert. Und zurückfährt, so keine Statistik. Hier ist auch schön alles mit Förderbändern versehen. Mischfutterlager ist das. Hier kann man Mischfutter lagern. Hier hat man Zuckerrüben. Rechts daneben gleich Kartoffeln. Was ich halt ein bisschen die Anzeige da, wenn man hier hingeht. Es soll Stroh heißen, ja. Man muss halt genau hinschauen. Aber als, sag ich mal, Landwirtschaftssimulator-Spieler kann man sofort entnehmen, dass es Stroh ist. Hier hat man Gras und hier hat man Silage. Jetzt fragt euch sicher natürlich, ist die Multiplayer-fähig, beziehungsweise ist die Multifrucht-fähig? Ja, ist sie. Warum hat man da jetzt keine Multifrucht gesehen bei den Lagern? Ha, das zeige ich euch dann gleich warum. Weil diese Map ein bisschen anders aufgebaut worden ist. Jetzt kann man da nach hinten dann noch ein bisschen gucken. Hier wird wahrscheinlich Strohlager nochmal sein, nehme ich mal an. Und alles schön auch so aufgebaut. Finde das sehr nice. Was das da ist, man weiß man's nicht. Oh je, geht's wertvoll wieder. Und jetzt kommt wieder nicht raus, oder? Ah, Feuer kommt auch raus. Was ist denn das? Vielleicht steht's ja gleich irgendwo dran, was das ist. Das ist der Rübenschneider! Ach! Schau an! Rübenschneider haben's da hier verbaut. Und gleich hier kannst du es dann entnehmen. Das wissen wir doch alle, was das ist. Und das ist die sogenannte Mischfutteranlage. Die brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht alle einzeln erklären, ne? Was hier reinkommt. Silage, Heu, Stroh. So, Rübenschneider. So wie wir es halt gehabt haben auf der Sudenhagen, den Hackschnitzelschneider. Der was quasi den Hackschnitzel macht.
mir einen Rübenschneider. Das Einzige, was mich jetzt noch interessieren würde, habe ich da auf meiner Quickie-Tour nicht erforschen können, ist, ob man wieder das Saatgut wieder selber herstellen kann. Jetzt fahre ich absichtlich da vorbei. Und schauen wir mal kurz auf die Map, was ich euch jetzt so zeigen kann. Ja, ich werde das also ein bisschen in Verbindung bringen, nicht dass ich da extra jetzt 17 mal runter und rauf fahren muss. Wir fahren einmal zum Güterbahnhof. So, wieder husten leider. So, hier ist meine Waschanlage, ja, aber jo, die funktioniert, man weiß man es nicht. Hier sieht man schon, dass das alles so ein bisschen hügeliger ist hier, ne? Hier kommt noch rein auf jeden Fall. Auch hier auch die ganzen Felder auch ein bisschen in die Hügellandschaft eingebaut, finde ich sehr nice. Und ich weiß selber, da habe ich euch Trotteln ja gar nicht die BGR komplett gezeigt. Apropos Hügel. Da war schon wieder das Stichwort Hügel. Hügelig. Nur noch mal kurz einen Schluck von meinem Kaffee. Jetzt habe ich euch gerade nur die Hälfte von der BGA gezeigt. Geht gar nicht. Was ich euch gleich zeigen kann, ist eben da hier diese Schilder. Auch nice gemacht. Können wir anrufen. 0800 93 53 94 373. Ob der wer dann rangeht, weil weiß man nicht. Kann man, ist eigentlich der Feldkauf. Kostet 48.000 das Feld. 1,6 Hektar. Jetzt schalte ich die Info wieder an. Und das ist das Herzstück. Das gefällt mir sehr gut. Das habe ich an den Bildern gesehen. Und ich selber, Kasper, ja, hier ein bisschen ein Texturfehler, aber das ist weniger Problem. Ich selber als Giants Editor herumbastle, aber ich probiere immer was aus. Weiß, wie schwer sowas ist, hier herzubauen. Die zwei Teile, was ihr seht, zu der linken Hand, das grüne und zur rechten Hand, das graue, silberne, graue, ist ein Ding. Das ist nicht extra. Das ist ein Ding. Und das dann da in die Hügellandschaft da rein zu versetzen, ist schon alle Mut. Hier hat man die Silage. Kann man da schön raufklettern. Höp. Sagt ihr natürlich, ja, kacke, für unsere Drehschemmeln, die was wir da haben, die 80 Tonnen Drehschemmeln. Klar kommt man rein. Man fährt dann halt, so wie wir es halt bei uns auf der Sunhagen bei E.ON BGA gemacht haben, man fällt halt hier hoch und fällt dann hier so rein oder hier halt so rein. Natürlich in langsamen Schritten durch nicht stehen bleiben, ne, weil sonst hat man so einen Berg. Geh, Mindy-Pup, du kannst das perfekt. Aber hast das dann auch mittlerweile gebraucht. Hier hat man hier dann auch auf der rechten Seite hier, kann man hier Wasser einfüllen. Dann hat man hier, hat der Strahle gesagt, ist der Keller. Können wir mal reinhüpfen. Was das gut ist. Man weiß man es nicht. So, jetzt kommen wir ja nicht raus, müssen wir wieder durchklappen. So, da sind wir schon wieder. So wie man es ja auf allen anderen Maps erkennt, geht man eigentlich zu dem Tor hin und drückt O. Geht nicht, ne? Muss man hier durch diese kleine Tür da gehen. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Macht mir die Tür wieder zu. Sieht man hier zu und auf und da kann man jetzt aufmachen. Dann geht das auf. Das Ganze. Und da kann man dann die fertige Silage von den Punkten dann hier herfahren und kann die hier abladen. Ist nice. So. Schaut, dass die Computer hier, weil leiwand, wenn man das sehen könnte, wie viel schon in der Silage drin ist. Und die Frage ist jetzt, wohin nimmt man das Ganze jetzt? Das hat mich einführen ist ja kein Thema. Wohin nimmt man die Silage dann jetzt? Das ist jetzt dann natürlich dann halt die nächste Frage. Das müsste man dann alles dann in Praxis einmal austesten. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo man das jetzt entnehmen könnte. Oder ob das auch alles so teleportiert ist. Ja, man füllt sie ein. Normalerweise hat man dann, wie man es halt kennt,
so ein kleines kühler Dings und da füllt man das ein. Ja, da könnte man jetzt durchfahren, mache ich jetzt auch mal gleich. Abgefahren schon wieder, ja klar. Lass das jetzt absichtlich jetzt offen. Müsste man dann halt in der Praxis halt dann sehen, ob das jetzt dann irgendwo dann hin teleportiert wird. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Muss einmal gleich vorab sagen, dieses Video wird ein bisschen länger, ja. Ich werde so schauen, dass ich so in einer halben Stunde, höchstens halbe Stunde, alles werde ich nicht drauf kriegen. Also ist auf jeden Fall, werden das mehrere Parts werden. Oder ich werde die dann quasi, ja, wenn auf jeden Fall mehrere Parts werden. So, jetzt fahren wir da eigentlich zum Güterbahnhof. Also sehr hügelig gemacht, also finde ich sehr nice. Gefällt mir. Und die kann man dann auch selber auch bespielen, ne? Oh, hier ist der Güterbahnhof. Hier ist eigentlich das System eigentlich, ja klar. Kennt man von der Standard-Map. Ist hier ein bisschen anders gemacht. Hier kann man den Zug dann losschicken, dann kriegt man dann noch extra Kohle. Aber mir geht es halt um die Details von den ganzen Häusern. Ja. Ist halt wie gesagt ein Güterbahnhof, ne? Hier könnte man dann sein Getreide oder was einfach, hier sieht man eh, was man hier reinfüllen kann. Gerste, Zuckerrüben und so weiter. So, fahren wir jetzt hin. Ja, fahren wir mal zum Getreidespeicher. Den habe ich mal bei meiner ersten Tour nicht angeschaut, weil ich mal selbst wollte noch nicht selbst alles sehen. Oh, wo kommt man da hin jetzt? Mal von Traktor. Schafmast. Schauen wir sich den einmal an. Also das Einzige, was ihr euch dann quasi, weil ihr jetzt wahrscheinlich fragen sind, oder was für Mods muss man sich dann runterladen. Er braucht eigentlich fast nichts. Das Einzige, was er braucht, ist eben die Map. Ein paar extra Geteile, aber die wird der Strahle dann auch so weit, so gut wahrscheinlich wieder ein Update Ordner machen. Das heißt, man kann hier auf dieser Map Schafe verkaufen, finde ich auch sehr cool gemacht. Das wird der Misthaufen sein, hier wird man dann wahrscheinlich auch Mist quasi rausnehmen müssen. Wird man schon mäh. Also halt so wie es auf der Sudenhagen ist, dann halt hier draußen dann die Schafe dann wegführen. Auch sehr nice. Mir gefällt die Map. Weil das halt ein bisschen hügelig ist, ja. Ich mag das, wenn das einfach so hingeklatscht wird, ja, auf einer freien Fläche und fertig, ja, hier Wasser und und. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier auch diese Kartoffelanlage ist. Also das ist halt so die Schafzucht quasi, Mastbetrieb, ne? Wollen wir mal schauen, was hier halt alles zum Kaufen ist an Tiere. Okay, ist aber ein bisschen, sind die Rinder? Ja, jetzt kann ich euch gleich mal den Viehtransporter zeigen. Das ist der neue Viehtransporter. Muss ich dann vielleicht noch mal gucken. Von mir nur bei laut Map hat man dann natürlich mehrere Sachen. Rinder kann man kaufen. Also das müsste man dann in der Praxis dann einmal austesten. Ne? Vielleicht habe ich da den ein oder anderen
der andere zippt da der nicht den Bug oder so. Also schön hügelig. Aber wie man hier auch sieht, die Felder. Jetzt zum Campingplatz oder was? Also auf jeden Fall, was ich auf der Map schon gefunden habe, ist so ein Bierzelt. Ja, da sitzen Leute drin, Tschöchern. Auch schön hügelig. Hier wird dann der Getreidespeicher sein. Jetzt schau ich mal da mal rein. Ja, das ist eine normale Waage. Hier kann man dann, glaube ich, so weit. Hoppala, war die Hupe. War auch der falsche Knopf. Ein Getreidespeicher könnte man dann. Ja. Kann man dann verkaufen. Was kann man da alles verkaufen? Noch nicht viel. Auch nice gemacht und so. Oh, was haben wir da links unten? Schauen wir mal da mal hin. Oh je, da waren wir schon. Das hupfen mal drüber. Da habe ich nämlich noch nicht gesehen gehabt. Da war ich auch noch nicht. Ach, warum geht das Tor jetzt da nicht drauf? Alter. Was ist denn das? Hm? Ah, da wird die Wolle produziert. Okay. Wird dann hier so. Öffnen. Kann ich da nicht rein? Ja, wenn ich da stehe, macht er das die ganze Zeit auf. Ja. Ist das? Ist doch ein Tor, Leute, ne? Seht alle, dass da ein Tor ist. Also rein. Vielleicht wenn man mit einem Traktor hinfährt, können wir austesten, dass dann automatisch aufgeht. Ah, sollten wir ein bisschen auch beeilen. Ja, genau so ist es. Das wird wahrscheinlich sein, soweit ich das sehe, für Schafe auch, denke ich einmal. Wie hier draußen hat man ja den Schaf gedöns. Hier kommen die Paletten her. Ein kleiner Schafzug noch extra. Wow, was ist denn das? Auch schon ziemlich. Müsste ja mal vorerst einmal da wachsen, wachs. Das machen wir nochmal, das machen wir aus. Was man dann quasi. Da wird das irgendwas sein, aber ich denke irgendwie so Luzern oder irgendwie sowas. Oh, was sind wir da? Oh, fahren wir da. Ich zeige euch jetzt noch die Hühnerfarm und dann werden wir den Part mal da mal beenden. Wenn ich jetzt hoffentlich richtig bin. Nein, bin ich nicht richtig. Ich zeige euch den Hof, ganz einfach. Hühnerfarm ist ja da oben bei 14 ist der Mast. Hey! Katzenviecher, Katzenviecher. Zu Freitag.
mehr da. Geil, Moment. So. Zeige euch einmal den anderen Hof da. War ich da vorher nicht? Da hört man auch Silos. Okay, okay, okay. Euro Acker. Ich denke, dass das der Haupthof, aber ich habe bis jetzt noch kein einziges Güllegedöns gesehen. Güllebecken oder sowas habe ich noch nicht gesehen. Was ist das schon wieder? Häckselgut. Okay. Hier hat man sogar als Startfahrzeug gleich einen LKW. Aber bis jetzt habe ich noch nichts, kein Güllefass gesehen. Eine Güllegrube oder irgendwie sowas. Das soll so. Kann man es nicht vorstellen, wo das sein sollte. Ich sehe auch hier nicht, dass mir Silage. Na, das wäre natürlich, oh ja, Gülle, oh ja, Schwein, Rind. Warum ich keine Schweine und Rinder im Verkauf drinnen habe. Es ist wie gesagt keine Vierfach-Map, ne? Also nicht wundern. Hier hat man die Waschstraße, auch cool gemacht, hier hat man wieder was zum Tanken. Und hier drinnen hat man sozusagen seine Drescher drinstehen. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Güllebecken gesehen, oder? Gibt's ja nicht. Hier ist die. Jetzt kommt ein Teil, den was ich noch mitnehme, bevor man da auf 30 Minuten Aufnahmezeit ist, ist hier nämlich der Kuh-Gedöns. Kuhanlage. Und zwar hat man hier draußen. Nicht so was gewöhnt ist, die Mischfutteranlage, sondern man hat hier so. Das heißt, das wird dann schon automatisch dann durchlaufen. Wie gesagt, rechts kommt Gras rein, in der Mitte kommt dann Stroh rein und ganz links Silage. Das ist das Mistlager. Hier kann man doch Gülle entnehmen dann. Ja, aber ein Güllebecken muss doch auch irgendwo sein. Hier ist Mist. Schauen wir da mal rein in die Hallen, was da noch so drinnen steht. Ach! Saatgutgedöns. Sind alle Startfahrzeuge, was man hier hat. Saatgut hat man hier. Also Beginn ist das schon ziemlich nice, was man hier an Startgeräten hat. Hier kann man Stroh, hier hat man gleich so einen kleinen Teleskoplader gleich. Ist auch praktisch, ne? Aber ich werde schon noch finden, halt vielleicht im nächsten Part, oder ich würde halt noch ein bisschen rumgucken, bevor ich den nächsten Part aufnehme. Ja, was kann man hier machen? Hier kann man Mais machen, Gerste machen, Raps, Weizen, Sonnenblumen, Mohn und Hafer, ja? Aber ich werde jetzt hier mal den ersten Part einmal beenden zum Infovideo. Das wäre dann mal so ein kleiner Teil dieser Map. Ja, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wir haben hier unten bei Feld 39, ganz unten, Güterbahnhof haben wir gemacht, Gerätespeicher haben wir gemacht und halt den Forsthof haben wir gemacht und jetzt den Haupthof haben wir gemacht.
Ja, was würde ich als nächstes machen? Ich würde das dann halt so verbinden, dass ich hoffentlich dann jetzt endlich einmal, ja, bitte, ein Güllebecken finde. Schweine. Und wie man halt hier die Viecher dann halt kauft. Weil normalerweise kenne ich es, drücke ich B und kaufe die Viecher, ja. Hier hat man aber nur Standardviecher. Muss ja dann halt mal nachher mich einmal dann schlau machen. Die werde ich im nächsten Part aufnehmen. Aber hiermit ist jetzt einmal Schluss. Sag mal Dankeschön und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Part ein. Ich denke mal, ich werde euch dann vielleicht den Landhandel Fire and Light. Wird halt schauen, wie viele Parts es werden. Es werden vielleicht 3, 4 werden es werden auf jeden Fall. Sag schon mal Dankeschön, dass ihr beim ersten Let's Play oder Info-Video dieser Map dabei seid. Jetzt könnt ihr euch so grob einmal Gedanken machen, ne? Ob die Map was für euch, beziehungsweise ob wir euch die Map dann in den nächsten Livestreams zeigen sollen, aber ist ja noch nicht alles gezeigt worden von dieser Map. Von daher lasst euch noch überraschen, was noch so kommt. Ich sag schon mal Dankeschön fürs Zusehen und sag ciao, ciao, servus, habe die Ehre. We'll be right back.